veröffentlichst zwei neue Bücher, die sich mit den Themen Mafia und Bankenkrise. Ja, und Euro. Und Euro natürlich, Euro klar. Und Fug. Um den geht es ja im Allgemeinen bei Banken. Ja. Es war von Anfang klar, dass der Euro ein Riesenschwindel ist. 3/4 der deutschen Bevölkerung waren ja auch dagegen. Und man hat das gegen den Willen der Bevölkerung durchgesetzt, mit der Behauptung, der schaffe Frieden und Wohlstand. Aber damals war bereits allen klar, dass das nicht der Fall ist. Ja, Wohlstand für einige, nicht ja, für alle. Ja, Wohlstand für wenige, ganz, ganz wenige. Und es ist damals schon gewarnt worden von den amerikanischen Wirtschaftszeitungen, dass der Euro zum Desaster führt, zur Verarmung der Europäer, zum Beseitigen des Sozialen und letztendlich zum Krieg führt. Auch Clinton hat sich dieser Meinung angeschlossen. Also es haben viele Menschen gewarnt, aber die sind zum Teil brutal zum Schweigen gebracht worden. Ich habe seinerzeit 6 Bücher bereits geschrieben. EU, Euro und Fug, EU, Elend, Umweltschutz, EU, echt undemokratisch, EU, euer Untergang und so weiter. Keines davon durfte veröffentlicht werden. Und jetzt haben wir praktisch den Salat. Im Grunde sind die ganzen Euro-Rettungsstrategien eigentlich nur der Versuch, Banken zu retten. Banken, bei denen hunderte Milliarden verschwunden sind, die von der Mafia veruntreut worden sind. Mafia, ich könnte auch sagen, organisierte Kriminalität. Die mächtigste Firma der Welt, die so viel Gewinn macht wie 5000 der größten Firmen, die praktisch alles bestimmt, die die Firmen besitzt, die auch die Politik besitzt, die Justiz, die Wissenschaft, alle sind sie, wenn man so will, Huren der Mafia. Davon weiß man in Deutschland kaum etwas, weil die Medien, die auch von der Mafia dirigiert werden, über solche Themen nicht schreiben. Aber kürzlich war in Kapital ein Artikel, dass Deutschland das Paradies der Mafia ist. Weil in keinem Land der Welt wird so viel schmutziges Geld investiert wie in Deutschland. Weil hier die Regierung und die Justiz alle Augen zudrücken und zum Teil es auch noch belohnen. Wir wissen also, als die DDR aufgebaut wurde, hat die Mafia hunderte Milliarden ins Land gebracht und bekam die gleiche Menge Geldes noch dazu, damit es im Osten investiert wird. Mittlerweile gehören der Mafia in Deutschland ganze Stadtteile, fast die komplette Ostsee, jeweils die Immobilien da dran. Und auch viele der Gelder, die wir in die EU gepumpt haben, die das Geld wiederum hunderte Milliarden über Strukturfonds und Kohäsionsfonds in die Mittelmeerländer umgelenkt hat, dort direkt in den Rachen der Mafia, in superreiche Betrüger und korrupte Politiker. Was treibt diese Mafia? Sie sind ja keine Personen, man kann es ja schwer an Personen festmachen. Was treibt die um? Immer mehr Geld, Gier, klar. Aber die Gefahr des sozialen Unfriedens, der ist ja groß. Der passieren kann, wie in Griechenland, wie vielleicht in Spanien, Italien, Irland, Portugal, wo auch immer. Die Gefahr, dass ein Staat daran zerbrechen kann, ist ja relativ groß. Ja, die Gier macht blind. Es ist also so, dass es ja darum geht, ungeheure Mengen an Geld zu rauben. Und die sind ja sehr erfolgreich. Hinzu kommt, dass sie ja von Staaten beschützt werden. Also müsste ich ausholen, zum Beispiel die USA. Die haben ja nach dem Krieg die italienische Mafia aufgebaut, die Yakuza. Nach dem Krieg wurde in Japan nicht mit der Regierung verhandelt, sondern mit der Yakuza, die praktisch Regierungsfunktion in Japan übernommen hatte. Oder der Gegenspieler von Mao Zedong war der Triadenführer Chiang Kai-shek, der General. Der wurde von den Amerikanern mit allen Mitteln unterstützt gegen Mao. Und wenn wir so weitergehen, in den USA, Joseph Kennedy war der höchste Mafiosi, der sein Vermögen mit dem Schmuggel von Alkohol, Drogen und Waffen gemacht hatte. Und sein Sohn John Kennedy ist ja von der Mafia an die Macht gebracht worden. Dann haben sich aber John Kennedy und sein Bruder Robert Kennedy, der ja Justizminister war,
gegen die Mafia gewandt, deswegen sind sie auch beide ermordet worden. Das zeigt aber Joseph Kennedy oder Robert Kennedy, der Justizminister, hat das damals gemacht, weil er erschrocken war über die Macht, über die die Mafia verfügte, die damals schon praktisch das Land regiert hat. Mittlerweile gibt es Aussagen von hochrangigen amerikanischen Politikern oder zum Beispiel des CIA-Direktors James Woolsey oder des Justizministers, die sagen, Amerika wäre eine von der Mafia-Oligarchie regiertes Land. Also es ist ziemlich deutlich. Aber Amerika hat damit nie Probleme gehabt. Ich mache mal den Querverweis zu Russland, Putin. Ja, natürlich. Ist das der Kontext also, dazu? Also Jelzin ist ja Mafiosi gewesen und seine gesamte Regierung. Also Oligarchen. Ja, Oligarchen sind Multimilliardäre. Und es gibt immer noch 20 Multimilliardäre in Russland, die praktisch Mafia-Oligarchen sind. Und Putin ist ja von Jelzin ernannt worden. Protegiert worden. Ernannt worden mit der Auflage, diese Oligarchen nie zu verfolgen. Und Putin hält sich daran, allerdings mit der Auflage, dass sie keinen Umsturz versuchen, beziehungsweise die Staatsfirmen oder die jetzt privatisierten Firmen nicht an den Westen verkaufen. Und wenn sie das tun, dann lässt er sie in Ruhe. Aber wenn sie es nicht tun, siehe Yukos, nicht? Der wollte ja da die Firma an Mobil Oil verkaufen. Und dann ist man natürlich dran. Jetzt ist Amerika natürlich in einer bitterbösen Lage. Es gibt da zwar sehr starke mafiöse Strukturen, auch teilweise die Lobby immer noch sehr stark ist, aber eigentlich gehört, ich weiß nicht wie viel Prozent, schon eigentlich zu China an Immobilien. Die Chinesen haben ja eigentlich fast halb Amerika aufgekauft. Naja, wohl noch nicht die Hälfte, aber sie werden immer mächtiger. Und in China hat arge Probleme mit den Triaden, weil Triaden sind übermächtig. Die haben natürlich diese ganze Mafia, das ist nicht mehr die kleinen Banditen, die irgendwo Schutzgeld erpressen. Das gibt's auch noch. Aber sowas wurde gefranchised dann an Albaner und Bulgarien. Die westliche Mafia ist die weiße Kragen. Wirtschaftskriminalität. Dort ist das Geld zu holen. Die sind also, treten seriös auf. Viele sind Mäzene, die von der Presse hochgejubelt werden. Wir wissen das zum Teil gar nicht. Diese Leute, das ist völlig anders. Ihre Söhne und Töchter sind Harvard-Absolventen, dirigieren Medienimperien oder große Steuersozietäten oder Anwaltssozietäten, weil sie die auch benötigen, oder sind Investoren, haben große Banken und dergleichen mehr. Das hat sich alles verändert. Eine Logik steckt da eigentlich nicht hinter, außer immer reicher zu werden, aber der Tag hat 24 Stunden. Man kann 2-3 Liter trinken am Tag, man kann vielleicht 1.000-2.000 Gramm essen. Eine Logik steckt nicht hinter, ob ich 1 Million auf dem Konto habe oder 1 Milliarde. Für die ist Profitmaximierung das Ziel. Und sie symbolisieren die reine Marktwirtschaft. Deswegen werden sie auch von amerikanischen Politikern so unterstützt, weil ja alle, die reich sind, auch so gerne wären wie die Mafia, alle Mittel nutzen, um noch reicher zu werden. Und darum geht es. Wir sehen es hier in Europa, wir sehen es in anderen Ländern. Die Armen und der Mittelstand wird ausgeraubt, damit einige wenige Reiche, die im Verborgenen tätig sind, oder da schreiben die Medien die nicht drüber. Oder auch die dritte Welt. Die wird auch ausgeraubt, logisch, mit den Rohstoffen und auch Landbesitz. Das ist also eine Philosophie dahinter. Wir hören ja kaum, auch wir wissen auch gar nicht in Deutschland, wer die wirklich Reichen sind, welche immer reicher werden durch diese Politik. Wir sehen bestenfalls die ganz Armen, aber von denen nimmt man nicht Notiz. Die kriegen Hartz IV und verschwinden irgendwo in der Versenkung. Wie heißen die Bücher, in welchen Verlagen werden die veröffentlicht werden? Beziehungsweise kann man dann auch im Internet oder über die Homepage von Holger Strom kaufen, natürlich die Verlage? Ja.
Der Verlag, also Kai Homielus Verlag aus Potsdam bzw. Berlin, bringt Euro und Fug raus und der Schild Verlag das Buch Bankenmafia. Man muss den Verlagen ja schon dankbar sein, dass sie das Thema aufgreifen und du bist als Gesellschaftskritiker natürlich eine Gratwanderung für viele. Den Mut von den Verlagen, das zu machen, beim Verleih des Filmes wird es dann schon schwieriger. Ja, nein, das ist beides das Gleiche. Ich hatte vorher einen anderen Verlag, aber der hatte kalte Füße bekommen. Und ich bin froh, dass diese beiden Verlage das übernommen. Ich habe auch noch weitere Mafia-Bücher auf Halde, die ich bisher nicht loswerden konnte, weil die Verlage haben Angst. Viele haben Angst. Ich habe auch ein bisschen Angst. Also ich schreibe jetzt auch noch Bücher über EU und Mafia, wie uns die Mafia regiert, Medienmafia und Raubmafia, nämlich wie man uns alle ausraubt, die Strategien dazu. Hoffe, dass ich dafür auch Verlage finde. Und ich kenne auch zumindest einen Mafiosi. Und über den habe ich eine Menge Informationen bekommen. Und man muss das nun nicht sehen. Mafia ist ja für uns was Anonymes. Das sind zum Teil normale Menschen. Das sind auch Menschen, denen Zweifel kommen. Die sagen, wann nutzt uns das, wenn wir jetzt das ganze Geld zusammenraffen und Milliarden besitzen, wenn wir die Erde dabei zerstören und unsere Kinder letztendlich dabei draufgehen und langfristig die Erde unbewohnbar wird. Also da kommen schon einige Zweifel und ich versuche diese Zweifel auch zu fördern. Und es ist ja auch so, wie in jeder Organisation gibt es Gut und Böse. In Deutschland herrscht das immer so, oh, das sind Nazis, oh, das sind Kommunisten. Rein in die Schublade, mit denen darf man nicht sprechen, die muss man isolieren. Das ist natürlich Quatsch. Man muss mit allen Menschen reden. Es gibt, wie gesagt, nicht nur Schwarz und Weiß, es ist eigentlich alles Grau. Das muss man ja sehen. Und es gibt überall schlechte und gute Menschen, wenn sie auch in Organisationen gelandet sind, die wir nicht als gut bezeichnen. Und ich versuche dort die Zweifel zu wecken und dass man vernünftiger wird. Das ist nicht ganz einfach, weil man wird dabei nur behindert. Und gerade in Deutschland herrscht eine äußerst effektive Zensur. Davon wollen wir nichts wissen, das wollen viele Menschen auch nicht glauben. Aber ich habe auch Kontakt zu vielen Journalisten. Die meisten von ihnen haben Angst, dass sie arbeitslos werden. Einige sind auch so ignorant, dass sie sich das gar nicht vorstellen können, richtig? Weil sie nie damit konfrontiert worden sind. Bezüglich Zensur hat man in den letzten Wochen etwas sehr Interessantes bemerkt. Man hat sich nach dem Grass-Gedicht, worauf wir nicht weiter eingehen wollen, es gab jetzt eine massive Kritik, gleichgeschaltet durch fast alle Medien. Und jetzt haben sie das große Problem, dass die Leserschaft in Leserbriefen, man liest jetzt peu à peu, dass die Leserschaft eigentlich eine ganz andere, eine Pro-Meinung hat zu Grass und seinen Äußerungen und die Journalisten jetzt arge Probleme haben, das jetzt zu erklären. Herr Schirmacher hat Herrn Grass zerrissen und muss jetzt mit Leserbriefen leben, die eine ganz andere Meinung haben und die haben richtig Probleme. Dass ihnen im Grunde die Leserschaft den Journalisten heute teilweise nicht mehr folgt. Ja, es ist ein Aberwitz. Ich meine, ob nun Eva Herrmann, Sarrazin oder Günter Grass, links, rechts, in der Mitte, spielt gar keine Rolle. Ein Deutscher darf keine Meinung haben. Zumindest darf er sie nicht äußern, wenn sie von denen der Herrschenden abweicht. Und unsere sogenannte Pressefreiheit ist auch ein Witz. Für mich ist die Presse die Huren des Geldes und nichts anderes. Wir werden belogen ohne Ende. Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung spielt keine Rolle. Ob nun bei dem Euro, den man uns aufgezwungen hat, ob wir nun für alles zu zahlen haben oder wir werden ja durch die Medien erzogen, wir werden belogen, wir werden geformt. Suggeriert. Das, was wir denken. Ich meine, wenn man dahinter blickt, Suggestion. Angela Merkel ist ja nicht durch den demokratischen Prozess reingekommen, sondern weil Frieda Springer und Liz Mohn und Bauer, also diese Medien, die auch zusammenarbeiten und Ziele verfolgen, weil die zum Kanzler gemacht haben. Und wir sehen auch, dass Bestseller oder sonstige Dinge werden von Medien gemacht. Alle anderen haben keine Chance. Ich meine, meine Bücher werden ja totgeschwiegen. Es ist ja so, dass
sogar der Vertrieb verboten wurde, dass Buchläden Angst hatten, die Bücher zu verkaufen, weil man Druck auf sie ausgeübt hat, dass eine Weile ja der ganze Buchmarkt gesäubert wurde, weil die Bücher entfernt wurden von mir oder von anderen kritischen Schriftstellern. Das spielt ja keine Rolle. Und wir sehen, wenn selbst ein Nobelpreisträger wie Günter Grass, eine anerkannte Koryphäe, nicht mehr eine Meinung äußern darf, dann wissen wir, dass wir längst in der Diktatur leben. Lieber Holger Strom, ich danke für das Interview und hier sieht man eigentlich gelebte Zivilcourage. Und wenn das Interview dazu beitragen kann, ein paar Funken davon über das Bild hinaus zu bringen zu den Bürgern, dann wäre eigentlich schon ein kleiner Schritt nach vorn getan. Wenn auch nur ein kleiner. Danke, Detlef. Vielen Dank.